In 5 Minuten die besten Dividendenaktien finden. Selbstverständlich ersetzt nichts eine gründliche und seriöse Analyse. Aber es gibt durchaus einen Anhaltspunkt, der aus meiner Sicht eine so entscheidende und tragende Rolle spielt, dass man ihn als Filter verwenden kann, um die Frage zu beantworten, sollte ich überhaupt weiter forschen oder nicht? Denn es gibt zahlreiche Hunderte von Aktien mit einer ganz hervorragenden Dividendenrendite, die auf keinen Fall kaufenswert sind. Wenn du mehr wissen willst, dann schau dir das Video an. Los geht's! Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. So, in 5 Minuten zu den besten Dividendenaktien. Das Video dauert ein bisschen länger. Kann das angehen? Das kann angehen. Es ist aber dennoch kein Clickbait, weil ich gleich in weniger als 5 Minuten erklären werde, auf welche Kennzahlen es mir ankommt. Aber ich möchte euch darüber hinaus am Bildschirm ganz konkrete Beispiele geben. Beispielsweise Apple, Altria, die gucken wir uns da an. Ich zeige euch einen Screener, mit dem ihr die höchsten Dividendenrenditen findet. Das also gleich direkt am Bildschirm. Es ist aber kein Clickbait, denn ich brauche nur wenige Worte, um zu erklären, worauf es dabei ankommt. Vorweg möchte ich aber noch sagen, wir sprechen dann über Dividendenaktien. Ja, wir hatten hier im Kanal zahlreiche Diskussionen, aus meiner Sicht nicht sinnvoll, denn es lässt sich mathematisch beinahe nachweisen, dass in einem diversifizierten Portfolio, welches eine Rendite erwirtschaftet, die höher ist als die, die uns der Gesamtmarkt bietet, und das gibt es durchaus, also die mehr bietet, als wenn wir einen ETF kaufen auf den Gesamtmarkt, das ist dann möglich, wenn ich auch Wachstumsaktien da drin habe. Also sich nur auf Dividendenaktien zu fokussieren, ist schlicht eine verkehrte Entscheidung. Punkt. Es gibt Unternehmen, absolute Qualitätsunternehmen, die schütten keine Dividende aus und tun Gute daran. Weil in dem Moment, wo ich in einem rasanten Wachstum mich befinde, in dem Moment habe ich einen erhöhten Kapitalbedarf. Das ist oft so, dass Expansion bezahlt werden muss. Dann möchte ich doch nicht, dass ein Unternehmen Dividende ausschüttet und gleichzeitig auf der anderen Seite dann Fremdkapital aufnimmt, um die Expansion zu bezahlen. Haltet ihr das für vernünftig? Okay, dann kauft nur Dividendenaktien, aber es gibt mehr als eine Studie, die glasklar beweist, dass über alle Zeiten hinweg ein diversifiziertes Portfolio aus Wachstumsaktien, Value-Aktien und so weiter, dann natürlich auch diversifiziert über Branchen und Regionen, jedes reine Dividendenportfolio schlägt. Punkt. Ist so, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist die Realität der letzten 5 Börsenjahrzehnte. Heute kommt es aber auf Dividendenaktien an und die sind fraglos gerade in sehr stark schwankenden oder auch fallenden Zeiten ein Hort der Sicherheit, weil sie eine gewisse Stabilität dem Depot verleihen. Was möchte ich von einer Dividendenaktie? Ich möchte, dass die Gewinne steigen und ich möchte, dass die Rendite aus dem freien Cashflow kommt. Das heißt also, ich möchte nicht, dass ein Unternehmen Fremdkapital aufnehmen muss, also Schulden macht, um die Dividende zu bezahlen. Genau das war aber Teil der Strategie einiger, vieler großer Unternehmen in den USA. Und das geht so lange gut, ja, wie die Zinsen einigermaßen niedrig bleiben. Aber wie schon in dem Video Vorsicht vor diesen Dividendenaktien beschrieben, wenn die Zinsen ansteigen, dann wird es zu einem absoluten Bumerang. Und es haben sich auch ehemalige Stars und Sternchen der Szene leider breitschlagen lassen unter dem Druck von sogenannten Activist-Investoren, die Dividende zu erhöhen in einem Zeitraum, in einer Periode, wo die Gewinne nicht mehr gesteigert werden konnten. Das ist aus meiner Sicht ein Fehler. Insofern bin ich, wenn ihr so wollt, das ist einfach hanseatisches Kaufmannstum. Das ist manchmal belächelt worden, gerade in diesen Zeiten, wo es um den schnellen Profit geht. Aber wartet mal ab, wenn die Börse für 1 oder 2 Jahre nach unten zeigt. Ja, dann wollt ihr garantiert kein Unternehmen haben, welches tatsächlich Fremdkapital aufgenommen hat, um es dann gleich wieder auszuschütten. Ja, mit einer Einschränkung, wenn so viel Kapital im Überfluss da ist, dass das eine Art war, um möglicherweise Steuern zu sparen, so wie es bei Apple der Fall ist.
Dann mag man darüber zwar grübeln, ob es notwendig ist, aus einer Zitrone auch noch das Letzte rauszuquetschen, aber dann will ich mal nichts gesagt haben, weil der Cashberg, auf dem Apple sitzt, erlaubt so etwas. Bei vielen anderen Unternehmen ist das aber etwas anderes. Also nochmal ganz kurz, denn ich bin weit unterhalb der 5 Minuten. Ich möchte, dass die Gewinne gesteigert werden, bestenfalls stagnieren in schlechten Phasen, und ich möchte, dass die Dividenden aus dem Free Cashflow bezahlt werden und nicht aus Fremdkapital, welches dafür aufgenommen werden muss. So einfach ist das. Und selbstverständlich gibt es im Rahmen... Es wird dann so dunkel im Hintergrund, im Rahmen einer umfassenden Analyse noch viel mehr zu beachten. Also auch bei einem Unternehmen, wo das der Fall ist, das heißt natürlich nicht, dass die in einer Nische tätig sind, die jetzt hochprofitabel ist. Da gilt es mehr zu berücksichtigen. Aber wenn man diesen Punkt überprüft und sagt, na, das sieht schon mal schlecht aus, tja, lohnt dann die weitere Analyse eurer Entscheidung, aber das wäre für mich ein wesentliches Kriterium, und ich möchte euch jetzt direkt am Bildschirm erstmal einen Screener zeigen, verbunden mit einem Aufruf, und dann werde ich euch direkt einige Aktien am Bildschirm zeigen, versprochen, es dauert nicht lange, bei denen diese Kennzahlen entweder stimmen oder nicht stimmen, und dann könnt ihr mal sehen, wie das dann in der Praxis aussieht. Also, legen wir direkt los bei mir hier auf dem Bildschirm. So, wir sind hier auf der Seite von finanzen.net. Wir können hier unten auf dieser Seite uns Aktien aus dem DAX, MDAX, Eurostoxx oder alle zusammen oder auch so übergeordnet. Also, wir haben hier dann alle an der deutschen Börse notierten oder beinahe alle, ich bin mir nicht sicher, wie vollständig die Liste ist, Aktien hinsichtlich ihrer Dividendenrenditen. Ihr seht aber auch, das ist nicht so richtig praktikabel. Also, wir haben hier natürlich etliche Werte, die möglicherweise mal eine Dividende hatten, dann vermutlich im Kurs eingebrochen sind und insofern dann jetzt eine gemessen an historischen Daten eine hohe Dividendenrendite ausweisen. Ihr seht also, so ein Aktien-Screener, der ist mit Vorsicht zu genießen. In puncto DAX ist es gar kein Problem. Aber ich möchte an dieser Stelle dazu aufrufen, nutzt die Kommentarfunktion. Gerade für mich, der sonst eher professionelle und das heißt in der Praxis auch kostenpflichtige Tools nutzt, ist es nicht ganz so leicht, den Überblick zu behalten, welche kostenlosen, und es gibt einige, die sich am Markt finden, welche kostenlosen Tools sind denn die besten? Also, ihr seid aufgerufen, Dividendenrendite, Screening, Filter, nennt es wie ihr wollt, bitte nennt die besten, die ihr kennt, und stellt die in der Kommentarfunktion ein, dann können wir uns die gemeinsam anschauen und vielleicht noch deutlich bessere finden. Anhand dieses Beispiels möchte ich eigentlich nur zeigen, dass per Dividende 2017 steht hier auch momentan die RWE ganz vorne steht, dann kommt Daimler und so weiter. Was aber hier auch zu erkennen ist und welches, was in vergangenen Dividendenaktien auch schon besprochen wurde, eine hohe Dividendenrendite ergibt sich ganz, ganz oft aus dem Umstand, dass der Kurs gefallen ist. Und das ist natürlich nicht unbedingt eine Aktie, die wir kaufen wollen. Also allein auf die Dividendenrendite zu schielen, macht gar keinen Sinn. Ich muss euch den Chart von RWE jetzt nicht einblenden. Ihr glaubt mir oder überprüft es selber, RWE war eine Aktie, die man in den letzten Jahren nicht haben musste. Auch Daimler ist nicht im Aufwärtstrend. Wenn ich mir das so anschaue, dann muss ich sagen, die einzige hier unter den Top 5 oder vielleicht unter den Top 10, die mir langfristig auch gefällt, ist tatsächlich die Münchner Rück. Ja, die hat eine hohe Dividendenrendite, keinen explodierenden Aufwärtstrend, aber einen stetigen und war insgesamt auch in Krisenphasen ein sicheres Investment. Also, das ist natürlich eure Entscheidung, aber nur die Münchner Rück bei den Top 10 halte ich für ein wirklich gutes Unternehmen, und deshalb wird vielleicht schon deutlich, allein die Dividendenrendite ist es nicht. Und jetzt möchte ich darauf eingehen, wie man möglicherweise erkennt, wann eine hohe Dividende nicht zu einer Kaufentscheidung führen sollte. Da machen wir gleich mit dem nächsten Bildschirmvideo weiter. So, wir sind hier auf der Seite von Morningstar.com. Ihr wisst, wenn es um Kennzahlen geht, dann benutze ich häufig die vielen deutschen Anlegern geläufige Seite von OnVista, gibt auch noch zahlreiche andere.
Weshalb ich jetzt hier bei Morningstar bin, ist, die Ursache dafür liegt im Free Cashflow. Also wenn wir auf OnVista gehen, dann können wir uns den Cashflow anzeigen lassen, aber der Free Cashflow, das ist der, der für mich wichtiger ist. Und von daher Morningstar, auch hier nochmal der Hinweis, wenn jemand eine freie, kostenlose Seite häufig benutzt hat, auf Herz und Nieren geprüft hat und sagt, da sieht man solche Financials, solche Key Stats, also Key Statistics, sehr schön, dann immer her damit, nutzt die Kommentarfunktion. Wir haben ja eine wirklich große Reichweite, eine große Community und wenn wir die nutzen können, um solche wertvollen Informationen zusammenzutragen, umso besser. Warum habe ich jetzt ausgerechnet Omega Healthcare Investors gewählt? Weil diese Aktie von sämtlichen Aktien, nehmen wir mal den absoluten Small Cap und Mid Cap Bereich aus, also alles im Large Cap Bereich, die Aktie hat, das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 6,3 Billionen Dollar, also 6,3 Milliarden US-Dollar. Und gehört damit zu den Top 20 der Dividendenzahlern. Also die, ihr seht schon, aktuell bei einem Kurs 31,55 und für das Jahr 2012 wurden 2,54 Dollar, ja, hier sind wir, 2,54 Dollar an Dividenden ausgezahlt, dann macht das immerhin eine Dividendenrendite von rund 8%. Steht übrigens auch hier oben, 8,27% beträgt die aktuelle Dividendenrendite. Und das klingt verlockend, meine Güte. Besser kann es ja eigentlich gar nicht sein. Aber, und jetzt kommen wir dazu, weshalb das aus meiner Sicht trotzdem kein Investment ist. Bitte achtet nur mal auf diese Zeile. Ich habe ja versprochen in 5 Minuten und von daher konzentrieren wir uns jetzt mal auf einen wesentlichen Punkt. Hier steht die Dividende drin seit 2008. 1,19, 1,20, 1,37, 1,55 und so weiter. Hat sich also immer weiter gesteigert. Das ist positiv. Und das könnte darauf hindeuten, ist das vielleicht ein Wert, den man haben muss? Und jetzt bitte hier unten auf diese Zeile schauen. Free Cashflow per Share. Der war extrem schwankend. Das ist ein Wert, der durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden kann und dem man, und diese Informationen möchte ich auch gleich hinzuliefern, der gerade bei Finanzwerten häufig und Versicherungswerten keine perfekte Aussagekraft hat. Aber man sieht es hier schon, dass der Free Cashflow in verschiedenen Jahren immer mal negativ war. Das heißt also, ein stark schwankendes Geschäft. Es wurde unterschiedlich viel Kapital in die Hand genommen oder, und auch das würde den Ertrag schmälern, oder Fremdkapital aufgenommen, um diese Dividenden zu zahlen. Wie man sieht, das kann eine ganze Zeit lang gut gehen. Wir hatten für das Jahr 2012 beispielsweise eine Dividende von 2,54, einen Free Cashflow von 0,6. Aber mittel- und langfristig wird das einen Einfluss auf den Verschuldungsgrad oder auf die Verschuldungssituation des Unternehmens haben. Denn was nicht bezahlt werden kann aus der Haushaltskasse, um es mal so zu sagen, tja, das muss irgendwo anders herkommen. Und das geht sehr lange gut, insbesondere in diesem Zeitraum. Denn was ist in diesem Zeitraum passiert? Die Zinsen sind massiv gestiegen. Das bedeutet, selbst ein Unternehmen, welches sich verschulden muss, immer stärker verschulden muss, wird dennoch keine Probleme haben momentan am Markt, weil diese Schulden so billig zu refinanzieren sind. Aber wenn sich das Bild mal dreht und Zinsen deutlich steigen, dann ist die Refinanzierung deutlich, deutlich teurer. Deswegen ist das für mich ein Wert, den man quasi als Quick-Check nutzen kann. Wie sieht es mit dem Free Cashflow per Share und den Dividenden aus? Passt das zusammen? Da möchte ich mal zwei zeigen, die im Übergang sind, beziehungsweise bei denen man noch abschließend kein Urteil fällen kann. Das ist die Altria. Eine der erfolgreichsten Aktien für langfristige Anleger überhaupt. Bietet aktuell einen Dividend Yield, also eine Dividendenrendite von 4,63%. Und ihr wisst, ich bin kein Freund von Schwarz-Weiß-Malerei. Altria ist unter antizyklischen Aspekten, wenn sie das Geschäft wieder in den Griff bekommen,
Also SEM, es gibt von Auflagen vom Gesundheitsministerium und so weiter. Es gibt weniger Raucher. Aber Altria kann dann eine gute Aktie wieder werden, denn sie sitzen auf einem enormen Berg von Cash. Aber, und das ist, worauf ich hinweisen möchte, der Markt registriert auch bei so einem Unternehmen, wenn kurzfristig sich die Lage eintrübt. Auch hier bitte mal vergleichen. 2008, Dividende 1,68. Hervorragend aus dem Free Cashflow zu bezahlen, das lag bei 2,22. 2009, ja, da kamen wir Finanzkrise, hat sich immer noch ausgegangen. Also 1,53 zu 1,32. Dann kam 2010, das war die Nachwirkung der Finanzkrise. Hier ein umgekehrtes Szenario. Dann hat sich das Ganze allerdings wieder erholt. In diesem Zeitraum, also 2010, hat man das dem Kurs durchaus angemerkt. Und jetzt mal bitte schauen, in der Folge ging es gut weiter. Die Dividenden wurden schön gesteigert. Der Free Cashflow per Share wurde auch schön gesteigert. Und dann kam das Jahr 2017. Man sieht einen Free Cashflow 2,18 pro Aktie. Und eine Dividende, die, so gehört sich das ja schließlich, auf 2,54 gesteigert wurde. Also, das Unternehmen steigert seine Dividende immer, auch in schlechten Zeiten. Und ich sage, das muss es nicht unbedingt. Für mich ist ein Unternehmen gut, welches eine langfristige Strategie hat. Es muss nicht auf Teufel komm raus die Dividende erhöhen, wenn nicht mehr verdient wird. Mir gefällt es nicht und es gibt Unternehmen, die machen das auch nicht. Altria hat sich aber vermutlich auch unter dem Druck vieler großer Investoren dazu unterschieden. Und jetzt blende ich euch mal den Chart von Altria in diesem Zeitraum ein. Also, das sind die letzten Monate, der Zeitraum, in dem es so vorging. Und es gibt durchaus Value-Investoren, die sagen, nein, dann verabschiede ich mich von der Aktie, obwohl der ganz, ganz langfristiger Aufwärtschart, da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein, von Altria völlig intakt ist. Also über Jahrzehnte hinweg spiegelt sich das wieder, dass Altria die Erträge, also auch den Cashflow, immer weiter steigern konnte und dementsprechend die Dividende. Und hier, glaube ich, hat es der Markt dem Management krumm genommen, dass sie sagen, naja, dann nehmen wir halt ein bisschen Fremdkapital auf und zahlen die Dividende. So, ähnliches ist bei Kraft Heinz zu beobachten. Dividendenhistorie ist noch nicht so lang, weil es hier eine Übernahme gab. Aber auch hier sieht man für das Jahr 2007 Dividende 2,45. Na klar, Rendite fast 4%. Aber der Cashflow war etwas darunter. Nicht dramatisch, aber dennoch, ich blende den Chart ein. Auch Kraft Heinz ist erheblich unter Druck geraten. So, und wenn ihr nochmal ein ganz extremes Gegenbeispiel sehen wollt, Apple ist nun alles andere als eine Dividendenperle. Ja, aktuell ist die Dividendenrendite bei 1,39%. Früher haben sie ja gar keine Dividende bezahlt. Das fing ja erst später an, wie man hier auch sieht. Aber hier seht ihr, wie natürlich ein Unternehmen, welches so viel verdient wie Apple, gar keine Probleme hat mit der Dividende. Also, was für ein permanenter Überschuss so ein kerngesundes Unternehmen liefert. Free Cashflow war für das Jahr 2017 $9,66, gezahlt wurden $2,40. Deswegen überrascht es auch nicht, dass Anleger wie Warren Buffett sagen, na nun komm, nun macht mal die Schatulle ein klein wenig mehr auf. Dass, wie im letzten Video, Apple sogar aus taktischen Gründen dafür Fremdkapital teilweise aufnimmt, ja, man kann sich darüber streiten, aber man muss auch sagen, das Cashpolster von Apple ist so groß, dass sie sich solche Mätzchen erlauben können. Aber so sieht das natürlich extrem gesund aus. Das als kleiner Quick-Tipp, den man nutzen kann, um eine gesunde von einer weniger gesunden Dividendenaktie zu unterscheiden. So, das ist eine Möglichkeit. Ganz klar ist, daraus ergibt sich noch kein nicht das perfekte Depot. Ja? Diese Zusammenstellung unter geografischen und unter Branchenaspekten, die ist selbstverständlich genauso wichtig. Ich habe auch nicht behauptet, in 5 Minuten könnte man das perfekte Portfolio zusammenstellen. Aber wenn man privat einfach Lust hat, sich mit Unternehmen zu beschäftigen, und ich habe hier übrigens, wo ist er? Hat neulich nochmal jemand nachgefragt, wenn noch jemand hier Kennzahlen, ja,
kein Affiliate oder whatever. Ich erwähne es einfach deshalb nochmal, weil ich es im letzten Video auch besprochen habe. Also hier kann man sich Kennzahlen ansehen. Da wird auch der Free Cashflow und der Unterschied zwischen dem normalen Cashflow nochmal beschrieben. Das habe ich schon so oft in die Kamera gehalten, dass man wirklich denken könnte, ich kriege da was. Aber ich kenne den Herrn Schmidlin nicht einmal. Dann kann man sich damit weiter beschäftigen. Wenn man hingegen sagt, na, also die Zeit habe ich eigentlich nicht auch noch, dann gibt es einen kürzeren Weg. Hier unten, mein Report ist absolut kostenlos. Und selbstverständlich, wenn ich mir dort Unternehmen angucke und über die spreche, und da sage ich ja dann ganz offen auch, aus meiner Sicht ist das ein interessantes Unternehmen, ein langfristig kaufenswertes Unternehmen, ja oder nein. Welche Dinge sprechen dagegen? Welche Probleme müssen erst aus dem Weg geräumt werden? Also, da wird in der Regel Tacheles gesprochen in diesem Report. Den könnt ihr absolut kostenlos haben. Dürft ihr euch nur für eintragen mit eurer E-Mail-Adresse. Und dann kommt noch so ein Link in euer Postfach und den müsst ihr dann wiederum bestätigen. Tatsächlich nur einmal auf Bestätigen klicken. Das ist ja in Zeiten der neuen Datenschutzverordnung, meine Güte. Ich hätte gedacht, 3 oder 4 Mal müsste es mittlerweile hin und her gehen. Aber das ist ein anderes Thema. Über Datenschutz werden wir hier auf jeden Fall so schnell nicht sprechen, es sei denn, es geht um eine Aktie, die sich damit befasst. Müsste man eigentlich mal gucken. Komplizierter geht es ja kaum noch, da lässt sich sicher Geld verdienen. Also, das war's für heute. Tragt euch für diesen Report einfach mal ein, probiert ihn aus. Wenn ihr dann nach 2 Ausgaben, kommt jeden Mittwoch pünktlich vor Börseneröffnung, wenn ihr dann nach 2 oder 3 Aussagen meint, es ist nichts für euch, dann tragt ihr euch einfach wieder aus. Ist ja gar kein Problem. Nichts zu verlieren, denke ich. So viel heute zum Thema Dividenden und dann bin ich gespannt auf eure Kommentare und bitte euch, dem Aufruf zu folgen. Wir suchen kostenlose Screener, wir suchen Seiten, auf denen diese Key Stats, also diese finanziellen Kennzahlen, schön zu sehen sind. Vielen Dank für euer Mitwirken, schöne Grüße und macht's gut. Bis dann, ciao.